Huch, zweites Bild. Ach, scheiße, geht ja gar nicht. So, sei gegrüßt zur neuen Update-Folge von Shorts of War. Wir sind jetzt bei Update 33. Heute kam das neue Sentinel raus, Nemesis. Ich spiele ihn sofort, eben gekauft. Eine Botrunde mit ihm gemacht. Und dann haben wir halt direkt getestet und man sieht schon, es ist alles anders. Es ist vieles anders. Hier ist das eine rote Wand. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich die Fähigkeiten sehen. Und das Intro-Video ist leider gerade verschwunden. Komm, schau dran. Intro-Video? Gar nicht mehr. Nee. Aber egal, das Intro-Video zeigt halt nur, was man machen muss. Tower zerstören, Drohne erobern, HQ zerstören. Und hier kann man jetzt so ein bisschen lesen, was die Fähigkeiten können und so was. Finde ich ziemlich nice. Cool, und man hat jetzt immer 30 Sekunden Zeit, sich darauf vorzubereiten auf die Runde. Also die Runde wurde jetzt ein bisschen schwieriger, aber ist ja egal. Ich spiele ja hier nur wegen dem hier. Da steht oben steht der Warhead. Wir haben auch diesen neuen Typen da. Hep. Instant tot. Ach, gestunt, nee. Ich kann die stunnen, aber die können trotzdem weiter schießen. So, um ja, also ich mache einen großen Kreis um mich herum. Alle, die da drin stehen, nehmen Schaden. Wie viel steht hier leider nicht. Auf B mache ich einen kleinen Jump. Sieht dann so aus. Das ist dann, ich mache Schaden an verlangsamere, die Gegner, die ich treffe. Also in Teamfight. Doch schon relativ entscheidend, könnte es sein. Mit Rechtsklick kann ich die Leute betäuben. So. Auch sehr entscheidend, finde ich, persönlich. Gibt einfach. Nein! Ah. Gegenseitig betäubt. Egal. Ich finde das hier ziemlich nice. Auf R, die Ulti, kommt auch so ein Kreis. Der ist ein bisschen kleiner. Alle, die in diesem Kreis stehen, machen weniger Schaden oder haben weniger Rüstung. Damage Reduction, also die machen weniger Schaden. Cool. Hier stirbt dann unsere Drohne. Egal. Ist ja egal. Ich spiele Tank. Immer wenn ich Tank spiele, ist es eine Scheißrunde. Da muss der, ist gar nicht mal so schlecht. Sehr interessant, den Typen. Weil, jetzt er so keine Range hat, aber ich find's trotzdem cool, wie der Typ hier so umbaust. Vor allem dieser große Flächenschaden, der ist sehr krass, finde ich persönlich jetzt. Ja. Ich. Pipi. Beat. Unwichtig. Haha. Ja, und einfach Schaden mache. Da drin Schild. Ich geh mal kurz sagen. Healing. Wenn mein Team da unten stirbt. Ist ja egal. Seele, ach ich will. Ist dann. Wollen unsere rote machen. Machen wir unsere rote. Ja. Guck mal, wie krass das ist. Das ist ultra krass. Das ist ultra krass. Dafür finde ich ihn hier. Und was cool ist, wenn man E hat, man hat ein Schild, wie man gerade bei ihm sieht. Und das Schild muss zerstört werden, dann verschwindet erst das der Flächenschaden. Aber das Schild bleibt nicht durchgehen, ne? Das Schild bleibt auch nur eine gewisse Anzahl. Ich habe schon getestet, dass es ewig bleibt vielleicht, aber nein. Verdon, wer ist Verdon eigentlich? Wir hätten die Tankdrohne locker gekriegt.
Eigentlich mal um den Typ da zu setzen. Zack, ist dann. Dungeon ist laut. Gestand. Ich finde das cool. Vor allem war das, so ein Schuss ist, also hier, ne, wo ich so wegschießen kann. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Und nicht so halt so ein Schuss. Oder so, weißt du? Das finde ich daran sehr geil. Ich hab's auf mich abgesehen, der Dreck sagt. Gehen die immer auf den schlechten Tank? Seh's nicht. Ja, wir haben schon beide Tower verloren, oben und unten. Interessant. Easy Kill. Dawn Focus Tank, und was ist? Tank ist tot. Da. Haben wir überhaupt schon? Ah, wir haben ein paar Kills. 5. Ist okay. Ich habe eine Ulti ready, sehe ich gerade. Da. Gut, die kann ich gleich noch machen, wenn ich einen guten Moment finde. Vielleicht einen etwas größeren Teamfall, ich weiß. Nein! Auf länger, Mann! Nein! Nein! Keinen getroffen. Jetzt zum Beispiel wäre gleich ein guter Moment. Lot of damage. Junge, der ist so wohl, ja. Der kann das Ding nicht nehmen, aber läuft nach vorne. Warum gehen die jetzt runter unten irgendwas verteidigen? Ah, toll. Schild war instant weg. Lassen lieber noch einen Tower verlieren. Was ist das? Man spielt mit guten Leuten. Angeblich. Jetzt gehen laufen sie alle runter, ne? So, dann fertig. Jetzt wo ich da bin. Idioten, ne? Nein, das gesehen. Wenn die Rote nicht einfach so laufen lassen, ne? Eigentlich. Der ist dann tot. Ja, Ulti. Machen ja auch alle weniger Schaden. Alter. Mach das Team. Versteh's nicht, oder? Gestunt. Was? Also, schon disabled. Also. Wo es in diesem Moment war. Alle laufen dahin, alle laufen zurück. Kurios, echt kurios. Alter. Ja, was es gerade war. Ah.
Aber es ist cool, du kannst das halt aus einem großen Umkreis sehen, ob ob irgendwo jemand steht. Junge, wenn die jetzt nicht stirbt, ne? Geht doch. Mann. Ey, was wir jetzt halt rausgehauen haben, Calibro chillt da oben, weißt du? Tot. Sag ich doch, der ist tot. Wie der aussieht. Hä? Siehst du ihn? Dauerhaft? Das ist echt so, du siehst ihn die ganze Zeit. Mal ein Bild von. Wir sind dauerhaft sehen, weil seine Hände oder seine Klauen leuchten. Ja, mal nice. Also ja, eigentlich nicht wirklich nice, ne? Aber. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin Level 13. Ich slaue jetzt in meinen Fähigkeiten und da ich ja hier zwei große Fähigkeiten habe, bin ich mal gespannt. Was das wird mit dem Slauen. Ja, Slauen tut auf jeden Fall gut. Was ist eine Abwehrzeit auf der Ulti? 80 Sekunden? Glaube ich irgendwie nicht. Vor allem, ich stunne nicht nur. Ich mache auch noch. Dort ja auch. Warum bin ich so langsam? Warum war ich so langsam? Hat der auch Slow drin? Ja, hat man nicht gesehen. Also meine Füße haben wir keinen Slow gesehen. Mann, Mann, was wird denn noch neu gemacht? Ist gerade gar nicht. Ich habe jetzt eben herausgefunden, was das ist. Weil ich gesagt habe, die machen nur den Sentinel und ein paar Bugfixes, aber haben wohl doch ein bisschen mehr gemacht. Slow, Junge, slow! Natürlich ist keiner da von meinem Team. Warum auch? Warte mal kurz. Hinter. Ne, das haben wir nicht. Das sieht man hier nicht. Der war nicht dabei. Der hat den geultet. Jetzt hier. Weit. Ja. Ach du, der war unten. Alter, ist da ist laut das dann zweifach? Das ist mal eine berechtigte Frage. Ne, sieht man ihn nicht mehr. Komisch. Eben gesehen, jetzt nicht mehr. Ist egal. Ist ja egal. Das hat eine sehr kurze Abklingzeit, finde ich persönlich. 10 Sekunden. Das Ding hält 4 Sekunden. Aber nur 6 Sekunden Abklingzeit. Springen. Ah! Idiots! Was? Mein Schiff war instant weg. Na los! Yes!
Nein. Das Schild ist wirklich sehr klein. Du verlierst, Junge, du verlierst. Ich habe auch eben als Ryudo gegen den da gespielt. Also nicht gegen den Typen, sondern gegen den Sentinel. In einem Bot-Game und selbst in einem Bot. Ryudo gegen den ist wirklich schon hart. Muss man sagen, es ist hart. Warum finde ich ihn nicht einfach? Ich kann Bock auf Verteidigen. Weil die machen Drachen. Dein Ernst? Die Filme im Drachen, wo halt holt die grünen Drohnen. Muss gar nicht verteidigen gehen eigentlich. Ist ja auch nur eine Update-Runde. Von daher, alles okay. Habe ich einen Kill? Ja, ich habe einen Kill. Reicht mir. Ich kann mal überlegen. Am Ende jeder Runde zeige ich gleich noch den Forum-Eintrag. Der ist im deutschen Forum sogar auf Englisch, weil sie es noch nicht übersetzt haben. Ja, wir hätten gewinnen können, sagt er, schreibt er, weiß er nicht genau. Aber ist mir relativ egal. Junge, wenn ich Tank spiele, ist mir das immer scheißegal, ob ich gewinne oder verliere. Weil ich scheiße als Tank bin. Ich hasse es, Tank zu spielen. Vor allem solche, die keine Range haben, die sind am schlimmsten. So, dann gucke ich jetzt mal kurz den Forum-Eintrag, haben wir den breit? Haben wir breit. So, jetzt haben wir dann komisch das Bild. Ich hatte gerade so genug Credits, um mir den neuen Sentinel zu holen, ey. Ich bin heute Morgen aufgewacht und gedacht, boah, scheiße. Hab genug. Und dann habe ich heute Morgen gesehen, jawohl, hab's. Genau. Du, dann machen wir kurz den hier. Den hier. Haben wir hier die Sentinel-Eigenschaften. Hier zeige ich vielleicht nochmal auf Deutsch, weil die gibt's auf Deutsch, aber die stehen ja trotzdem auf Englisch. Dann hier mit dem Timer, wenn das Game startet, du hast 30 Sekunden Zeit. Da erstmal so zu chillen und dann 30 Sekunden hast du halt das hier. Das Video, also zeigen, was es in der Map ist. Was du machen sollst auf der Map und das die Fähigkeiten. Hier halt Observer, war schon noch nie drinnen im Observer, daher weiß ich nicht genau, was es großartig sein soll. Und man kann jetzt, glaube ich, auch Observer aufnehmen, recorded in Observer Mode. Ordner. Was? Timestamp. Okay. Okay, ja, hier Leaderboards ist beendet. Die Beta. Ich weiß nicht, ob sie geschlossen ist oder ob sie. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Leaderboard halt. Dann hier ein paar Fehler, die behoben wurden. Wie immer nur ein paar. What's up, Doc? Okay, Achievement. Ich habe mir die selber noch nicht richtig durchgelesen. Da fand ich damit gerechnet, dass sie jetzt ein Update bringen. Ich habe in einer Folge, die jetzt nach diesem Update hochgeladen wird, also nicht. Direkt in der nächsten Folge, sondern eine der nächsten Folgen. Dann habe ich nämlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie ein Update bringen, ein großes Update bringen werden, kurz vor der Gamescom. Und zack, eine Woche vor der Gamescom, vor dem Turnier, bringen die neuen Sentinel raus. Ja, ist okay, kann man machen. Dann haben wir noch hier. Block. Hier steht auch nochmal die Fähigkeiten auf Deutsch. Und ja, das Bild, was ich gerade gemacht habe, werde ich mal kurz abspeichern und dann ans Forum posten und dann
war's das für diese Update-Folge. Und wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Sage dann, bis dann, zum nächsten Mal.